Yo, Kameramagier, in diesem Video möchte ich dir mal mitgeben, wie du es schaffst, innerhalb von einem oder zwei Monaten dein Fusion-Wissen zu verdreifachen. Und zwar, indem du ganz einfach diese drei Hacks anwendest, die ich dir heute mitgebe. Und das Coole ist, diese drei Hacks kannst du bei allem anwenden, was du lernen willst. Egal ob Mathe, Fusion, Videografie oder Musikinstrumenten. Hack Nummer 1, tägliches Üben. Und du denkst dir jetzt vielleicht, oh mein Gott, ich habe doch keine Zeit. Ja, es reicht schon, wenn du 10 Minuten am Tag Notes miteinander verbindest und guckst, was macht was. Denn genau das hilft dir, um deinem Gehirn überhaupt zu verstehen, wie wird denn das hier jetzt miteinander verknüpft? Denn Fusion arbeitet genauso wie dein Gehirn. Es verbindet Dinge miteinander. Also im Gehirn werden neuronale Prozesse getriggert, die quasi Zellen miteinander verknüpfen. Und je öfter man einen Pfad geht, umso stärker wird er. Du kannst dir das ungefähr so vorstellen, wie wenn du einen Weg über eine Wiese gehst und du den quasi täglich gehst. Irgendwann ist er so ausgetreten und fest, dass du weniger Probleme hast als vorher, als noch so hohes Gras und so weiter drauf war. Und genau das gleiche passiert, wenn Leute Musikinstrumente üben. Wenn sie immer wieder den gleichen Akkord bis zum Erbrechen üben, dann können sie ihn irgendwann mal im Schlaf. Und genau das, dieses im Schlaf können, wie man Noten connectet, ist genau die richtige Basis, die du durch tägliches Üben kriegst. Das heißt, setz dir eine Challenge und mach täglich 5 bis 10 Minuten in Fusion irgendwas, einfach nur Notes miteinander verbinden. Und genau das habe ich nämlich auch gemacht, als ich auf Fusion umgestiegen bin. Der eine oder andere weiß von euch, dass ich von After Effects und von Adobe rübergekommen bin zu DaVinci und am Anfang hatte ich echt Probleme in Fusion. Aber als ich den Dezember für mich zum DaVinci Dezember erklärt habe und täglich etwas in Fusion gemacht habe, dann wurde es einfacher. In dieser Zeit sind zum Beispiel die Title-Templates entstanden, die du unten in der Beschreibung findest. Okay, was kannst du noch neben täglichen Üben machen? Hack Nummer 2. Genauso wie ein Musiker seine bestimmten Akkorde hintereinander übt, die in dem Lied nun mal vertreten sind, kannst du auch in Fusion gewisse Abfolgen üben. Und das auch immer wieder. Nimm dir zum Beispiel vor, Videos zu machen, wo du immer ein was mindestens trackst. Und schon findest du sehr schnell raus, wie du Tracking in Fusion ziemlich schnell meisterst. Was ich damit sagen will, ist, gewöhn dir gewisse Abläufe an. Abläufe sind zum Beispiel super wichtig, gerade wenn du in die Richtung 3D in Fusion gehst oder wenn du mit Particle-Systemen arbeitest. Denn da gibt es immer, zum Beispiel bei Particle-Systemen, ein Emitter und ein Renderer. Genauso in 3D. Es gibt immer eine Shape und es gibt einen 3D-Renderer, der am Ende stehen muss, damit man das Ganze auch sieht. Das heißt, erarbeite dir eine gewisse Abfolge, wie du Dinge nacheinander machst. Hack Nummer 3. Ähnlich wie bei einem Musikanfänger, der Probleme hat, jetzt erstmal Akkorde zu greifen, weil sie von der Handhabung her noch schwierig sind, gibt es manche Dinge, die man speziell üben kann. Wie zum Beispiel das Arbeiten mit Modifiern oder mit Expressions. Und genau dazu habe ich dir ganz spezielle Tutorials mitgegeben, die du da oben findest. Das eine ist die Expression-Serie, die du für dich nutzen kannst, wenn du noch keine Ahnung hast, was Expressions sind, die dich von ich habe noch keine Ahnung zu jetzt weiß ich ungefähr, wie ich Expression nutzen kann, denn Expressions sind immer eine gewisse Denkarbeit. Und das zweite ist, wie man Modifier nutzt. Das habe ich dir da oben verlinkt in dem Tutorial zu moderne Titelanimationen. Was ich mit Hack 3 ausdrücken möchte, ist folgendes. Wenn du ein spezielles Problem hast, dann versuch dieses spezielle Problem durch ein Tutorial zu lösen. Und du wirst automatisch bemerken, irgendwann greift all das Wissen, was du gesammelt hast, aus meinen Tutorials, aus Tutorials von anderen, irgendwann greift all das Wissen ineinander und du kannst Dinge dekonstruieren. Das bedeutet, du siehst einen Effekt und kommst auf die Idee, das könnte ich doch damit machen und so könnte ich das machen. Oder
Du kommst auf die Idee, dass der eine und der andere Effekt zusammen einen völlig neuen Effekt geben können. Und das ist nämlich das, was ich dir auf diesem Kanal beibringen möchte. Zu sehen, welcher Effekt ist was. Kein tu das, dann das, dann das, dann hast du genau das, sondern ein was ist das Konzept, was ist der große Gedanke hinter einem Effekt und wie lässt sich damit spielen? Und ich hoffe, dieses Video hat dich motiviert, dir jetzt selber eine Challenge zu setzen, was du in Fusion machen kannst. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.